Hi, da ist Andreas von runnerslife.at. Ich habe heute ein paar Tipps fürs Laufen im Winter für euch. Laufen im Winter ist so eine Sache. Viele sagen, boah, mir ist es kalt, ich mag nicht, das ist zu rutschig, grau in grau und das macht einfach keinen Spaß. Aber natürlich, wenn ich meinen Wettkampf im Frühling habe, dann macht es Sinn, dass ich im Winter schon was trainiere. Das heißt, wie kann ich das machen, dass ich da auch im Winter motiviert in das Training gehe, beziehungsweise was soll ich da beachten? Einerseits im Winter ist es wichtig, dass man gut aufwärmt, weil natürlich die Verletzungsgefahr durch die Kälte höher ist. Das heißt, vielleicht schon indoor aufwärmen oder draußen einfach ein bisschen locker einlaufen, bevor man dann die eigentliche Einheit macht. Man sollte im Winter schauen, dass man nicht auskühlt beim Laufen. Das heißt, vielleicht nicht so viele Pausen machen. Das bedeutet wieder vielleicht auch langsamer laufen in Summe, damit man nicht überzieht, überzockt und auch diese Geschwindigkeit aufrechterhalten kann, um eben dann weniger Pausen zu machen. Auch bei langen Läufen sollte man im Winter trinken. Wichtig, der Körper schwitzt auch im Winter natürlich und braucht da auch Flüssigkeit. Lieber im Winter ein bisschen mehr anziehen. Im Zweifelsfall kann man eine Schicht dann ausziehen. Aber bevor man eben kalt in das Training geht, lieber mehr anziehen. Haube, Handschuhe nicht vergessen. Vielleicht auch einmal einen Schal oder irgendwas für den Hals und für den Mund, wenn es wirklich kalt ist, dass man das bedecken kann und da auch geschützt ist. Und im Winter ganz wichtig, Achtung auf den Untergrund. Es kann natürlich immer sehr eisig sein, wenn Schnee ist, ist vielleicht auch rutschig. Da lieber langsamer laufen, vielleicht auf das geeignete Schuhwerk schauen. Es gibt eigene Trailschuhe, Winterlaufschuhe. Wenn man auf die Laufbahn geht, eventuell mit Spikes laufen, dass man da nicht zu sehr rutscht. Und im Winter vielleicht nicht die zu intensivsten Trainingseinheiten machen, sondern wirklich schauen, die Grundlagen trainieren. Und da schauen, dass man das genießt, länger läuft, langsamer läuft und eben nicht zu intensiv trainiert wegen der Kälte etc. Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.